Schlanke lange Beine, eine schmale Taille und definierte Wangenknochen. Models geben den Ton an, wenn es um Schönheitsideal geht. Gewisse Teenager und junge Erwachsene lassen sich davon blinden, gerade wenn sie sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen. Und sie greifen für ihren Traumkörper zu sehr ungesunden Methoden. Bei der Magersucht ist die grösste Angst eigentlich die, dass man zu dick ist und dementsprechend wird versucht, über weniger Nahrungsaufnahme oder über sehr wenig nahrhafte Nahrungsmittel das Gewicht möglichst tief zu halten und weiter abzufahren. Und bei der Bulimie, wie man sie auch nennt, also die Essbrechsucht, dort versucht jemand Essattacken, die meistens am Abend oder im Laufe des Tages stattfinden, dadurch wieder rückgängig zu machen, dass im Anschluss willkürlich erbrochen wird oder es werden Abführmittel benutzt, um trotzdem die vermutete und befürchtete Gewichtszunahme zu vermeiden. Frauen sind 10-mal häufiger von einer solchen Essstörung betroffen als Männer. Konkrete Zahlen gibt es keine, man könne aber davon ausgehen, dass rund 200 Personen pro Jahr im Kanton Graubünden neu an Magersucht oder Bulimie erkranken. So der Matthias Esenwein. Bei der Magersucht reduziert sich das Gewicht teilweise in sehr gefährlichen Bereich. Also man kann daran buchstäblich verhungern oder in dem geschwächten Zustand an Folgekrankheiten wie zum Beispiel einer Lungenentzündung versterben. Deswegen liegt die Sterblichkeit heute auch noch bei ca. 8-10%, also ganz erheblich. Das ist eine der gefährlichsten Krankheiten, die es im Jugendalter zurzeit gibt. Und bei der Bulimie, also bei der Essbrechsucht, haben die Personen, weil sie einerseits sehr viel zu sich nehmen, nachher aber zumindest einen Teil wieder erbrechen, meistens ein normales Körpergewicht. Diese Ernährungsweise ist zwar nicht sehr gesund, aber andererseits letztlich nicht lebensgefährlich. Magersucht und Bulimie sind therapierbar, entweder ambulant oder stationär, je nach Schwere vor Erkrankung. Einerseits muss ein Patient das Essverhalten wieder in den Griff kriegen, andererseits gehören verschiedene Therapieformen wie Gestaltungs- oder Körpertherapie mit dazu. Bis zu einer Heilung dauert es in der Regel etwa 1-3 Jahre. Je nachdem, wie der Behandlungsverlauf ist, dabei spielen sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Da spielen familiäre, soziale, persönliche Faktoren eine große Rolle. Die Heilungschancen sind relativ gut. Bei der Bulimie zum Beispiel geht man davon aus, dass man zumindest die Hälfte von den Behandelnden so weit behandeln kann, dass die später diese Symptomatik gar nicht mehr haben. Aber ungefähr ein Drittel hat sie noch gelegentlich oder phasenweise im weiteren Leben. Bei der Anorexie gelingt es zumindest einem Teil der Betroffenen erst einmal das Leben zu retten. Und dann sind es ungefähr ein Drittel, die vollständig geheilt sind, also nie wieder restriktiv essen und abnehmen. Ein Drittel, die das phasenweise oder nicht so ausgeprägt weiterhin tun. Und ein Drittel, und das ist relativ viel, ist weiterhin auch über längere Zeit anorektisch. Manche denken ja, eine Übergewichtigkeit, die sogenannte Adipositas, sei auch eine Essstörung. Das stimmt so nicht. Wenn jemand sich wohlfühlt in einem Körper, der ein bisschen übergewichtig ist und ein gesundes Essverhalten hat, mit Spaß am Essen, dann ist das mit Sicherheit nicht mit Krankheitswert, wie wir sagen. Sondern definitiv ist es so, dass erst dann schwierig wird, wenn das Übergewicht daraus resultiert, dass jemand Essanfälle hat, sehr impulsiv ist, es nicht steuern kann, sehr unglücklich darüber ist, aber keine Maßnahmen ergreift, um das Gewicht zu halten oder reduzieren zu helfen. Also da geht es ums Essverhalten bei der Übergewichtigkeit. Diese drei Formen gibt es. Was ist denn gefährlicher, das Untergewicht oder eben Übergewicht? Also das ist eine sehr schwierige Frage. Entschuldigung, bitte insofern, als man sagen muss, eine schwere Magersucht, wo das Körpergewicht sehr weit nach unten getrieben wurde, ist wirklich lebensgefährlich. Durch Verschiebung von Elektrolytwerten im Körper, das Herz macht nicht mehr seinen Job, wie es ihn machen sollte, etc. Die Hormone werden
in Verwirrung gebracht, also werden in ihrem Funktionieren beeinträchtigt. Bei den Frauen bleibt die Regelblutung aus. Und es gibt insbesondere eine Komplikation, wenn einer der Elektrolytwerte, das sogenannte Kalium, zu niedrig ist, das kann zum plötzlichen Herzstillstand führen. Das ist wirklich lebensgefährlich. Und die Anorexia nervosa, Magersucht, ist auch nicht zu unterschätzen in der Sterblichkeitsrate. Übergewicht hat ganz viele Gesundheitsschäden zur Folge, auf die Länge der Zeit gesehen. Das ist natürlich für viele Mediziner im Kinder- und Erwachsenenalter zu berücksichtigen. Aber wenn man sich entscheiden müsste, was gefährlicher ist, würde ich auf die Magersucht verweisen wollen. Wer ist davon betroffen? Gibt es da Geschlecht, Altersgruppe, vielleicht sogar auch Länder, wo es auffällig ist? Also noch zu den Ländern kann man sagen, es wird als sogenannte, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben formuliert, aber es ist eigentlich eine Zivilisationskrankheit. Länder, die unter Armut leiden, da ist es noch schwierig, so ein Denkgebäude zu entwickeln, dass man von sich aus nichts isst, um schlank zu sein. Länder, die ganze, Medienkultur nicht haben, mit all der Werbung, mit der wir konfrontiert sind, ist es auch eher unwahrscheinlich, dass so ein Denken einsetzt, dass man sich vergleicht, dass man mit dazugehören möchte zu einer gewissen Gruppierung. Deswegen, ja, es ist eher in den reicheren Ländern, das kann man so sagen. Und geschlechterspezifisch ist es allemal insofern, als Mädchen viel häufiger betroffen sind als Jungs. Das hat sich so auch nicht geändert, auch wenn man immer öfter auch bei jungen männlichen Jugendlichen die Diagnose stellen kann, mittlerweile leider. Es hat noch einen ganz klaren Altersgipfel. Früher hieß die Magersucht ja auch Pubertätsmagersucht. Mit Eintreten der Adoleszenz, also der körperlichen Veränderungen und der pubertären Entwicklung, ist es meistens die Startphase, eher so 14, 15. Aber wir kennen auch Anorexieverläufe, die beginnen schon im vorpubertären Alter bei Kindern, 11, 12 Jahren. Und es gibt auch Magersucht, die sich erst im Erwachsenenalter entwickelt. Bevor das Wochenende kommen kann, müssen die Kinder noch mal voll drauf. Sie treffen sich wöchentlich zum Kochen, lernen, wie man die Freizeit gestalten kann oder zum Sport machen. Das im Programm Kinderleicht vom Verein Unbeschwert. Wichtig ist, dass die Eltern auch eingebunden sind. Die Kinder kommen immer mit einem älteren Teil. Manchmal machen wir in der Gruppe zusammen, also die Eltern mit den Kindern, ein Programm. Und manchmal tun wir die Eltern und Kind trennen. Wir schauen, dass es eine angenehme Atmosphäre ist, wo man sich wohlfühlt. Das ist ganz wichtig für die Kinder und Jugendlichen, dass sie Selbstvertrauen fassen, etwas Neues probieren können, ihren Bezugsrahmen erweitern und so nachher auch gestärkt im Leben stehen und können die Sachen umsetzen. Fast jedes sechste Kind in der Schweiz ist übergewichtig. So sind auch knapp 20% der Kinder in Graubünden von einer Essstörung mit Übergewicht als Folge betroffen. Und die meisten bleiben es bis ins Erwachsenenalter. Zauberpillen haben wir noch nicht erfunden gegen Übergewicht und Fettleibigkeit. Es ist nach wie vor ein Herztraining, wo man, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Bezugsrahmenerweiterung macht, wo man die Freizeitgestaltung, Bewegung wichtig wird im Alltag und auch sehr auf eine ausgewogene Ernährung achten. Prävention sei ein wichtiger Faktor im Kampf gegen das Übergewicht. Da gehört auch das Programm Kinderleicht dazu. Die Kosten übernimmt darum die Grundversicherung vor Krankenkasse. Freitagabend kurz nach der 5 Uhr. Alexandra Schlegel sitzt mit Eltern aus Chur und Umgebung zusammen. Sie alle haben ein übergewichtiges Kind daheim. In ihrem Teil vom Programm Kinderleicht gibt die Ernährungsberaterin Tipps zum Kochen im Alltag. Ich glaube, das, was wir mit den Kindern lernen, ist für uns alle wichtig. Wir haben ja schon in der Tendenz, zum schnell etwas kochen oder schnell etwas im Laden holen, wo vielleicht
Convenience oder so, das ist sicher, dürfen mal sein, aber nicht für immer. Genau, es ist, glaube schon wieder, es ist wichtig, dass wir wieder ein bisschen zurück zum Ursprung kommen, genau, und uns wieder Zeit und Mühe nehmen fürs Kochen. Frisch kochen sagt es A und O, so die Alexandra Schlegel zu ihren Kursteilnehmern. Aber auch Abwechslung, Curry auf den Teller. Wichtig ist, dass der Teller aus den 3 Komponenten besteht. Das heisst, jedes Mal, also beim Mittag und beim Nacht, sollte Gemüse oder Salat dabei sein. Es sollte ein Teil Eiweiß dabei sein und ein bisschen Kohlenhydrat. Dass auch die Eltern am Programm Kinderleicht teilnehmen, sei wichtig. Denn eine gute Ernährung oder auch die Begeisterung für genug Bewegung müssen den Kindern vermittelt werden. Und das eben am besten von ihren Vorbildern, den Eltern. Man könnte ja sagen, wenn jemand untergewichtig ist, eine Magersucht hat, dann gibt man ihm hochkalorische Nahrung, füttert ihn auf. Oder viele haben noch so eine Idee, ja, die muss einfach mal gescheit essen oder der muss man das jetzt mal so ein bisschen mit Zwang quasi verordnen oder aufdrängen. Das funktioniert eben nicht, weil das Denken verändert ist. Und oft ist es so, dass die Vorstellung von selbst einer minimalen Nahrungseinheit in den Köpfen der betroffenen Mädchen überdimensioniert ist. Also wenn ich dieses eine Stück Brot esse, dann habe ich am nächsten Tag die Oberschenkel dicker, als ich es ertrage. Also es ist eine Verknüpfung, die nicht ganz der Realität entspricht. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist ein großer Kontrollverlust, wenn ich nicht mehr bestimmen kann, wie viel ich esse. Klassische Psychotherapie, das heißt Gespräch, Erzeugen von neuen Denkmöglichkeiten, Verabschieden von ungesunden oder dysfunktionalen Denkmustern. Das ist die Behandlung von der Magersucht. Also beides, körperlich und psychisch. Und ganz wichtig, das ist ja eben möglicherweise ein Entstehungsort für die Erkrankung. Es ist aber auf jeden Fall ein hilfreicher Ort für die Behandlung der Erkrankung. Das ist Familientherapie. Aber in dem Fall ist gerade eine Essstörung heilbar. Gott sei Dank, es wäre schlimm, wenn dem nicht so wäre. Wir haben beide Pole praktisch. Wir haben Essstörungsverläufe, die bleiben eine Phase. Und die Jugendlichen gehen gestärkt daraus hervor, möchte ich mal sagen. Nehmen Sachen mit, die wichtig sind. Wie gehe ich um mit stressigen Lebenssituationen? Haben sehr viel gelernt für später. Hat aber nach wie vor eine Chronifizierungsrate, was meint, dass es Verläufe gibt, Krankheitsverläufe, die weit ins Erwachsenenalter reichen und dann sehr einschränkend sind im Alltag. Also vom Nicht-Kinder kriegen können, über Arbeit nicht aufnehmen können, kein eigenes Geld verdienen, Partnerschaft gelingt nicht etc. Und wir haben auch, das habe ich vorhin schon erwähnt, bei der Magersucht eine relativ hohe, im Vergleich zu anderen psychiatrischen Erkrankungen, Mortalitätsrate, das heißt, wie viele sterben mit so oder wegen so einer Erkrankung. Das gibt es leider auch. Aber die gute Botschaft ist, der große Prozentsatz ist heilbar, definitiv. Wie sehen Sie die Zukunft? Wird es schlimmer mit dem Übergewicht? Wird es schlimmer mit Magersucht? Magersucht hat eine Zeit lang sehr zugenommen. Ich weiß nicht, so in den 80er, 90er Jahren wurde das sehr sprunghaft vermehrt diagnostiziert. Das habe ich so jetzt in den letzten Jahren nicht mehr wahrgenommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es immer einen gewissen Prozentsatz geben wird, der dafür anfällig ist. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist natürlich der Leistungsgedanke. Immer mehr müssen also Matura gemacht haben. Das ist so eine Entwicklung, die wir momentan verfolgen können. Wer bin ich, wenn ich nicht Matura habe? Dann haben wir den ganzen Spitzensport, Leistungssport. Man kennt die Fälle zum Beispiel von den Skispringern. Das ist auch durch die Presse gegangen, dass sie wirklich zurücktreten mussten, weil sie körperlich gar nicht mehr leistungsfähig waren mit dem massiven Untergewicht. Ja, also so, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich nicht wirklich gut zurückdrängen lässt, die Magersucht, obwohl wir natürlich vieles dafür tun. Und dass aber insbesondere das Übergewicht uns in den nächsten Jahren noch sehr viel zu tun gibt. Ja.